Ein bezaubernd strahlendes Hallo, meine lieben YouTube-Zuschauer und Zuschauerinnen. Herzlich willkommen und schön, dass du auf meinem Kanal bist erstmal. Und wenn du schon meine Videos ja verfolgt hast und angeschaut hast, dann gib in allen Videos mal einen Daumen nach oben und kommentier doch auch mal ein bisschen mehr. Heute geht es um das Thema NLP, neurolingualisches Programmieren. Ja, ich weiß, das klingt für den einen oder anderen nach Manipulation, aber ist es nicht. Warum, erkläre ich dir in diesem kurzen Quick-Tipp-Video. Respektive, es wird es auch in meinem Podcast geben. Aber gehen wir mal weiter und nehmen das Flipchart hinzu. Viel Spaß bei diesem Video. So, NLP, ne? Das ist die Abkürzung für neurolinguales Programmieren. Das neurolinguale Programmieren, kurz auch NLP genannt, ist eine Parawissenschaft und eine Sammlung von Methoden und Kommunikationstechniken, welche Abläufe von Menschen beeinflussen. NLP wurde von Richard Brandler und John Brander in den 1970ern innerhalb von Human Possible Moments entwickelt. So laut Wikipedia. Aber ich habe jetzt ein bisschen neurolinguales Programmieren. Ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht zum NLP Master und so weiter und so fort. Und ein bisschen weitergedacht und auch das Wort neurolinguales Programmieren auseinandergenommen. Für was steht eigentlich neurolinguales Programmieren? Und darauf gehen wir gerne, wie gesagt, mit dem Flipchart hinzu ein. Na, das N steht für Neuro. Neuro ist die Wahrnehmung. Ne? Neuro, alles was Neuro ist, ist Gehirn, ist Kopf, ist die Wahrnehmung. Wahrnehmung der Menschen. Wie wirst du wahrgenommen oder wie nimmst du andere denn wahr? Da geht es aber auch um Sinne, um Bilder, um Farben, um Formen, um Reize von anderen oder auch von dir selbst. Das habe ich jetzt anhand meiner jahrelangen Erfahrung im NLP und auch in der Menschenkenntnis gelernt, dass man sehr viel mit Sinnen, Bildern, Farben, Formen, Reize im Kopf von Menschen oder von einem selbst Dinge lösen kann und in Prozesse und in Methoden umwandeln kann, sodass der andere oder einem selbst immer wieder aufs neueste Level katapultiert wird. Das ist so wie bei dem Film The Matrix. Und L steht für die Abkürzung lingualisch. Lingualisch ist die Sprache, ist die Wortlaut. Wie sprichst du mit dir selbst? Hörst du deine Sprache selbst dir auch an? Oder wie sprichst du mit deinem Gegenüber? Machst du das mit, ey, Alter, Dicker, Alter, was? Oder mit einer anderen, gehobeneren
und einer leichten, empathischen und auch charismatischen, sympathischen Stimme. Und darauf, bei dem Lingualisch, kommt es auch wieder auf die Reize an. Wie hört man dich? Wie wirst du denn wahrgenommen? Aber auch die Augen zählen ein Wort hinzu zu dem Lingualischen. Und deshalb habe ich da auch noch ein bisschen weitergedacht. Denn es ist die nonverbale und die verbale Kommunikation im lingualischen System, sodass es einfach zu verstehen ist, dass man den anderen auch versteht, wo er gerade ein Problem hat, eine Herausforderung hat, und dies so einfach wie möglich zu lesen, zu verstehen, was er gerne möchte von einem Verkäufer, von einem Berater oder von einem anderen Menschen. Und ich sage euch auch, das Wort, die Stimme, ist das mächtigste Tool, was man hat. Es ist sowas von machtvoll und kann man sowas von gut einsetzen. Aber wenn man so gekünstelt redet, wie zum Beispiel, also so, ich kann es jetzt nicht nachmachen, aber so, hier, ich habe hier meine Maus, die können die ja jetzt kaufen mit dem Rabattcode so und so, und ich habe hier auch noch mein Make-up, das könnt ihr mit diesem Rabattcode kaufen. Das ist gekünstelt. Das ist nicht die Sprache an sich, nicht die Stimme an sich. Versteht ihr, was ich meine? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Keine Angst, ich mache keinen fertig oder sowas. Das steht mir nicht zu. Ne? Und das P steht fürs Programmieren. Programmieren in dem Sinne, das Gehirn zu programmieren. Nicht den PC oder irgendwie das Smartphone zu programmieren, sondern das Gehirn. Das Gehirn muss jeden Tag aufs Neueste programmiert werden. Das musst du dir vorstellen, wie dein Smartphone, wie dein PC, wie deine ganzen anderen technischen Geräte, die jeden Tag aufs Neueste abgedatet werden müssen. Programme und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich und absichtlich kriegst du durch das Programmieren auch Veränderungen in deinem Gehirn, in deinem Kopf hervor. So wie mit dem Update deines PC, mit deinem Smartphone, mit deiner Watch und so weiter. What the mean? By the way, man kann so viel Gutes tun, nur wird gerade dieses NLP in einer Schmuddelecke im Verkauf angewendet, was es zu einer Manipulation macht. Aber es ist nicht so. Es ist tiefgründiger, wenn man tiefer mit hineingeht, wenn man es auch versteht und den anderen Menschen auch verstehen tut. Man muss keinen manipulieren. Wir werden ja alle ja manipuliert, irgendwie in dem Sinne. Aber der eine so, der andere so. Aber ich sage, Manipulation tut uns nicht gut. Uns tut gut, ein Gegen,
ein Miteinander, ein Füreinander und jedem eine Unterstützung zu bieten. Ich rede nicht von helfen, ich rede von Unterstützung auf Augenhöhe, auf einer anderen Ebene, auf einer Meta-Ebene. Deshalb hat ja auch Mark Zuckerberg das Meta-Universum geschaffen, weil ich denke und ich glaube an ein Meta-Universum, auch so wie Mark Zuckerberg, nur in einer anderen Sicht. Dass das Meta-Universe ein Miteinander ist, dass man miteinander die Welt nachhaltiger gestalten tut, nachhaltiger denken tut, nachhaltiger handeln tut, nachhaltiger Kommunikation betreiben kann, nachhaltiger verkaufen kann. Denn wir alle leben vom Verkauf. Wir alle wollen kaufen, wollen aber auch gern verkaufen. Und darum sage ich auch immer, geh nicht aufs Verkaufen ein, ohne es zu verkaufen zu müssen. Begeistere deine Kunden, deinen Partner aus dem Herzen heraus und du wirst gekauft, statt zu verkaufen. Das in diesem Sinne. Und ich wünsche mir von dir dein Abo, dein Like und dein Kommi. Und wir sehen und hören uns in der nächsten Podcast, respektive auch YouTube-Video. Dein Michael.